Hallo zusammen da draußen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 13 immer noch die 13.6, leider noch mit den Bugs, den bekannten, aber den üblichen Verdächtigen. Mit dabei ist die Serendipity. Hallo ihr Lieben. Der Rudan. Hallöchen. Und der Gentleman. Ich bin ein Hase. Nein, oh damit haben wir aufgehört und auch wieder angefangen. Ja, wir sind immer noch in der Stadt und in der letzten Folge hieß es AK-47 Ja, Hype. Ich habe das Rezept gelernt und ich glaube, man hört mich nicht, oder? Kann es sein? Doch, man hört dich wunderbar. Soll man dich nicht hören? Ich höre dich weil gut. Weil ihr nicht auf meine Frage geantwortet habt, aber das ist ja nichts Neues, ne? Das, ich was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Ja, genau das, was du jetzt denkst, mein Herz. Oh, genau ich das, was du denkst. Okay, ja. Ja. Wir haben ein bisschen Zeit verlabert. Eigentlich haben wir so gegen 13 Uhr aufgehört. Das letzte Mal, jetzt haben wir 17 Uhr. Ja. Aber das macht uns ja nichts. Wir haben diskutiert. Es sprengt schon wieder. Was, Jack? Ja. Nö. Die Frage schon. Was ist, ja. Ja. Das ist überflüssig. Jack! Was ist ein denn? Huhn. Ein Huhn. Habe ich schon Federn? Ich habe Federn. Zum Glück höre ich nur wenig, weil ich auf den Tresor einschlage. Oh. Was ist denn? Wo ist denn das Huhn hin? Das Huhn ist im Gras verschwunden. Ihr sollt mir unbedingt eine Spitzhacke machen. Ja, ich kann dir eine machen. Ich habe Forged Iron dabei. Ich kann aber eine. Ist so leise jetzt geworden. Ja, ich bin weg vom Mikro, weil ich sonst aufregel. Moment. Ich darf nicht so laut sprechen. Shotgun-Schematik. Guck mal, ob ich das schon kann. Also das wird ja auch nicht mehr angezeigt, wenn du was kannst, ne? Finde ich doof. Das ist aber schon sehr lange so. Also das ist jetzt kein Problem. Vorhin kannst du es nochmal lesen, dann das ist... Eben, bei den alten war es so, dass du nebendran das weiße Buch hattest und in der Vorschau und wusstest, du hast es schon gelesen und das gibt's jetzt nicht mehr. Nee, was ich damit sagen wollte, war, dass der Fehler ist schon länger drin, das meine ich. Ja, seit der. Oh, dann da vorne ist ein Bär. Wollen wir uns einen Bär schnappen? Echt jetzt? Na gut, klar. Echt jetzt? Na ja, klar. Ja, oh. Ich würde hier oben bleiben, ehrlich gesagt. Ach so, stimmt. Ja, du hast recht. Probier mal aus, warte. Komm wieder hoch. Jetzt wird's spannend. Haben wir schon einen Schlafplatz für die Nacht? Irgendwie bitte. Sind ja genug da. Bist du oben? Wie weit sind wir denn eigentlich weg von zu Hause? Warte, weit. Ich kann meinst du, schlägt durch die... Ist oh ja. Weit. Wir sind den ganzen Tag gelaufen. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen länger. Tatsächlich... Oh Gott. Ja, wir müssen hier... Und ich meine, wir haben hier irgendwo... Hab ich ein... Ich glaube nicht, als wir in die Stadt reingelaufen sind, habe ich du hattest behauptet, einen Bunker zu sehen. Aber ja, ist weg. Der ist weg. Mann hat behauptet, das ist nur... Nehmen wir auseinander. Parkplatz. Behauptet, es ist eine Lüge. Habt ihr den Bunker gefunden? Nein, ich glaube... Ich bin gerade erst in die Stadt zurückgelaufen, weil ich habe ja den Airdrop geleert. Also ich sage, dass es keinen Bunker gab, was sondern dass wir die... Was du sagst, das ist mir gerade mal Wumpe. Oh mein Gott, mein Inventar ist voll. Die fliegen Sachen rum, fällt mir gerade auf. Ja, soll ich sie aufsammeln? Warte mal. Oh. Ja. Nicht zu schnell. Da läuft ein Schwein. Ja. Und es spricht. Also das Schwein spricht? Siehst du mich? Nein. Okay. Ja, guck, es hat gerade was gesagt. Das ist witzig. Tralalalala. Ja. Grenzwertig. Und dann kommt hier die Kommentare. Das ist ja so gemein, das würde ich mir nicht gefallen. Bin ich immer noch um? Wie deine Frau mit dir redet. Ja, so ja alles gut. Ich rede mit Jackie so, das ist super. Kannst du machen, ist okay. Bist du voll in meinem Hallo. Hallo? Haben wir schon einen Schlafplatz? Oh. Nee, ich würde sagen, wir machen hier uns im... Irgendeine Hütte. Im Rathaus oder so. Wo ich drin bin. Rathaus, ja, wo du drin bist, alles klar. Da gehen wir aufs Dach, oder? Oh mein Gott, ich werde gehauen. Ich wusste es. Gab's da einen Aufgang zum Dach eigentlich? Nicht wirklich. Bitte? Nichts. Durch einen machen? Nee, das ist aber zu lange, ne? Munitionsbox. Okay. Bin kurz raus. Hier ist eine Tankstelle. Also ich habe gedacht, ich hätte hier einen Bunker gesehen. Beim Rhein. Ich meine, dass wir die Schrottplätze mit dem Bunker verwechselt haben. Ich meine auch, ich habe AK-Parts gefunden. Es wäre schön, wenn hier ein Bunker wäre, weil dann können wir umziehen. Hier ist das Gebiet nämlich schöner als... Durst. Nein, das habe ich auch. Ich habe 4 Wasser einstecken. Ich könnte jedem eins geben. Es hilft ganz viel, aber... Der Schwatz. Mal tappen. Zurück zum Spiel. Immer noch schwarz. Hm? Ich bin aber nicht schwarz. Weiß ich, ja, aber es sieht irgendwie merkwürdig aus. Was, du bist nicht schwarz? Eurasien. Eurasisch. Gut, ich guck mal, wie wir aufs Dach kommen von hier. Gab's hier nicht einen Aufgang in irgendeinem der Räume?
Was war Minas mit Trinken? Hier ist noch zweimal Wasser drin, kannst du nehmen? Ja, nehme ich gerne. Ich hätte 4 Wasser einstecken. Ich könnte was abgeben. Ich habe 15. Ah, oh, du Angeber. Nee, ich wollte es ja nur sagen, ich kann auch abgeben. Hier ist die Pool. 420. Nein. 420 Wasser. Dann wo dann? Das ist übertrieben leicht wieder mal. Okay. Du kommst auch immer dazu, wenn es zu spät ist, merkst du das? Nee, ich will einfach so sagen, komm, ich habe auch mitgemacht, das sagst du, nee, hast du nicht. Und dann stimmte das nicht. Ja. Oh Gott. Die Matt Mole hat uns angekündigt, dass nochmal ein Patch kommen soll. Ja. Hoffentlich. Also wahrscheinlich 13.7, bevor die Alpha 14 kommt. Wir haben ja schon wieder den Terrain-Generator überarbeitet. Terrain? Ja, das heißt, wir sind dann demnächst mal eine neue Stufe. Naja, das wird noch ein bisschen dauern. Muss man die Frau gleich lauter machen. Ich fürchte, wir fangen dann gleich mit einem neuen. Was ist das hier? Reis im Boden. Oh, ich will nicht schlagen. Du, mach du. Wie weit ist denn dein Loot? Wow, geil. Wie weit ist mein Loot? Quality Joe, 0 von 3, leider, ja. Ja, das ist immer noch ein Neustart. Scavenging ist bei mir 12. Scavenging ist bei mir 15. Ja gut, auf jeden Fall dann besser zum Looten. Quality Joe musste 60 Punkte haben übrigens. Theoretisch könnten wir uns hier doch trotzdem niederlassen, oder? Also es wäre auf jeden Fall heller. Ja. Ja, und das Gebiet ist angenehmer. Also ich meine, setz mal eine Aufnahme aufs Dach. Seid ihr hier in dem Haus drin? Also sie wollten ein Rathaus, sie wolltet hier drin bleiben. Wir sind im Rathaus, ja. Ja, warum macht ihr dann bitte die Tür nicht zu? Minas. Hä? Erkläre. Alter, echt. Erkläre. Ja, erkläre es mir. Spreche. Okay, weiß ich nicht. Ich probiere, nee, ich sage nicht. Intervention wird gestartet. This is an intervention. Wie ist denn das? 20 Uhr. Da können wir doch noch ein bisschen Schabernack draußen machen, oder? Super, ich kann hier keine Tür setzen. Oh, hier sind Zombies irgendwie. Ich versuche die Decke dabei aufzumachen, dass wir aufs Dach kommen. Na, Mädel? Ich glaube, wir müssen ruhig hinkommen. Nicht hier hin und bleibe liegen. Kannst du Woodface einstecken? Nee, ich habe aber Wood. Soll ich dir Wood geben? Woodframes habe ich auch. Ich versuche hier die Tür zu schließen. Bruder. Was denn? Der alte Kennzeichen. Aber geht's hier nicht irgendwo noch anders aufs Dach? Das dauert ja ewig, bis ich das Dach aufgeschlagen habe. Ich muss doch wenigstens ein bisschen absichern. Ja, ist gut. Nee, ist gut. Kommen Sie nicht durch die Fenster. Das ist schon wichtig. Hab ich. Mach dich nur drüber los. Was ist denn mit dir los? Ich mache mich doch nicht über dich, oder? Das ist doch Quatsch. Bitte, hast du Wasser? Du hattest Wasser. Ich höre irgendwie viele. Ja? Das geht schon wieder los. Oh, die laufen aber wieder rein. Warum? So viel zum Thema Spoilers. Komisch. Ist doch gut, entspann dich. Ich war jetzt nur im Spaß. Meine Güte, ist ja schon wieder völlig am Durchdrehen. Was ist denn da los? Oh Mann, ey. Was jetzt? So, ich hab ne ich hab ne aufgewertete Tür hier dran gemacht. Und ich versuch derweil ins Dach zu kommen. Weil ich gerade überleg, man könnte doch von dem Tisch hier dran springen, oder? Ja, wow, das geht. Eine Small Engine. Nice. Was, eine Small Engine? Ja. Für ein Moped. Für any motorisierte Sachen. Für any? Any. Für Andy? Nee, Annie. Annika, quasi. Annika. Scheiße, Labern 1000. Yes. Also irgendjemand hat gesagt, ein Zombie würde nicht zwei Felder hoch, nicht ein Feld hochhüpfen. Das kann nicht sein, oder? Das glaube ich nicht, nein. Die springen doch hoch auf Autos. Er meint wahrscheinlich die fetten Zombies. Ja. Die unsportlichen. Oder? Genau die. Wenn ich hier nebendran irgendwo einen Aufgang auf das Dach ist, drehe ich durch. Fett. Ach so, Minas, du musst da nur, also, da, nee, war ein Spaß. Ne? Ja, also wie gesagt, es kommt noch ein Patch für 7 Days to Die, weil ich sag mal, die auffälligsten Patches sind ja den nicht hörbaren Airdrop, ne? Die wegduppenden Gegenstände, die auf dem Boden aufschlagen und dann auf einmal wegspringen. Ja. Und was haben wir noch? Hier ist ein Pool, war mal das Poolhaus.
Das Dupen von Sachen, oder? Das wäre wichtig. Ja, das wäre auch gut. Das ist halt, das macht halt das Spiel irgendwie kaputt, wenn du auf einmal dann 200 Kohle hast. Und solche Sachen, die müssen halt alle mal gefixt werden. Ich verstehe halt auch nicht, dass nicht alle Sachen, die haben vorher funktioniert, einwandfrei, ne? Dass man das nicht hinkriegt, in kürzester Zeit zu fixen, ist mir schleierhaft. Vielleicht macht man noch Urlaub. Na ja, gut, die haben jetzt einen Jahreswechsel. Wieder. Ja, genau, dann stellen sie ein neues Terrain vor. Was haben sie noch? Ah, genau, es gibt einen alten Charakter. Man kann sich jetzt praktisch alt machen, die Spielerfiguren. Yes. Weißt du, so Sachen, wo ich halt so denke, so, fuck you. Ja, ganz wichtig. Wo bleibt Strom? Man muss ja auch realistisch bleiben, ne? Also. Oder ein neues, was haben sie noch? Einen neuen Lederponcho. Oh, nee. Weißt du, wie viel ich hier noch durchschlagen muss? Ja, neben dir. Okay, warte. Vielleicht sollte man dann einfach da bleiben, wo du bist. Danke. Oh, 22 Uhr. Ne, das hat passt jemand ja einen Topf gefunden? Ich habe zwei Töpfe. Ah, okay. Hat jemand Wasser? Milky Water? Milky Water. Jack, hast du was zum Sprengen? Ja. Kannst du mal kurz zu mir kommen? Wie heißt denn der Steinkreis nochmal? Muss ich kurz mal munitionieren hier? Was ist da unten? Campfire. Ich keine Steine. Obwohl, das bringt ja, glaube ich, nicht Verschwendung von Ressourcen, wa? Du hast keine Steine? Gott, haben die eine schöne polierte Tischplatte. Hier reflektiert das ja wie die Sau. Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt sprengen, dann... Ja gut, ein bisschen Thrill muss ja schon dabei sein, ne? Wo habe ich jetzt die Door? Ich muss jetzt erstmal die Door setzen. So, doppelt gesichert hält besser, ne? Kann ich Woodframes fallen lassen? Wie du alles mitnimmst. Wer, ich? Ja. Ja, ich habe irgendwas fallen lassen. Ich habe keinen Platz in der Tasche, verdammt. Mach da mal was rein, so. So, und ich stell mal hier das Campfire hin. Okay. Nein, das Ding ist aber jetzt echt gut gesichert, die Hütte. Ja. Tag 8 müsste es reichen. Da, läuft. Dürfen halt keine Fenster rausnehmen, sonst bricht die Bude auseinander. Wieso? Ja, das ist wahrscheinlich der Grundstein. Ich habe schon Fenster rausgenommen. Okay, gut. Wow, hier ist ein großer Safe. Krass. Was ich halt deutlich schade finde, dass im Spiel halt keine neuen Inhalte bieten, ja? Also, was dann. Ah, warte mal, habe ich jetzt Platz? Wir haben jetzt diesen neuen Landschaftsgenerator angekündigt und was da neu ist, sind neue Poys, ja, also neue Gebäude und so weiter, aber das Spiel selber bietet ja keine neuen Inhalte, also es war ja mal die Rede, glaube ich, in der Kickstarter-Kampagne, was von NPCs und solche Sachen, ja, das fehlt im Spiel ja komplett. Das ist so wirklich, Tag 7 kommt die Horde, Tag dann und dann kommen unter Umständen hier so Bandits vorbei oder so. Ja, halt genau, dass es halt auch gegnerische Spieler gibt, die dann irgendwie jagen oder so ein Kram. Also außer, dass man, also wenn man privat spielt, ja, so irgendwie... Ich sammle mal ein bisschen Leder ein, damit jetzt... Nur Fleisch. Ist ja nicht mitgekommen. Oh, oh nein. Schade, ich dachte, können aufs Dach durchbrechen, da ist die Decke doppelt. Ich habe hier ein Leucht... Ich hab einen Safe zerschlagen und dann ist er da. Was? Quasi runtergebackt. Und er war dann weg. Gedacht, du hast eine Horde provoziert und jetzt. Das war das zweite. Oh nein. Ach so. Jack? Ja. Komm mal zu mir gucken. Ist gerade schwierig. Ja, dann hast du vielleicht gehabt. Komm jetzt von mir kuscheln. Oh yeah. Ja? Ja. Guck mal, ob du das mal kuscheln. Ich hab nichts bekommen. Drück mal E. Ja. Hab ich, dattelig. Ja. Oh, ich hab's aber hingefallen lassen. Hinz? Dann ist irgendwo hingesprungen. Hier sind Glühwürmchen. Oder weggebackt. Oh, nö. Wer ist denn hinter mir? Ich, Mann. Was ist denn mit dir? Die ganze Zeit, Mann. Ich bin Seit wann hast du denn Eier? Eine Linie. Was? Zombies ja, schade. Drück und gucken noch mal, ob du ein Rezept in der Tasche hast. Nee. Ach, fuck. Ein Iron Shovel. Nee. Was hast du denn auf den Boden geschmissen?
Crossbow Schematics. Oh, fuck. Tja, sie ist die liegen wahrscheinlich jetzt irgendwo anders, ja. Wärst du kuscheln gekommen, hättest du sie bekommen. Jetzt hat der Seven Days to Die auch sie bekommen. Ja. Ewigen Jagdgründe. Den nix, jetzt draußen so dunkel. Achso, ich hatte noch ein Mining Helm für unten. Nee, ist schon ja, habe ich da unten gesehen und da drunter waren die. In dem Locker, du hast nur den oberen leer gemacht. Ah, nein. Okay. Aber doch. Nein. Wollen wir jetzt den anderen Bunker, wo wir uns einquartiert haben, als Stützpunkt nehmen? Und habt ihr denn wirklich also noch einen Bunker gefunden? Ich habe gedacht, ich hätte einen gesehen. Ja, ist doch gar nicht so. Weiß ich nicht, ich bin noch nicht weiter gelaufen, weil hier alles weil es dunkel wurde. Hier ist es irgendwie freundlicher. Also, das stimmt, das war, ist irgendwie nicht so. Vielleicht könnten wir unseren eigenen Bunker bauen. Richtig, fang schon mal an. Quasi den. Was hat Dynamit? Spreng ihn. Ja. Ja, klar. Na toll, mein Blunderbuss habe ich gefunden. Mein Item ist broken and need to repair. Shit, ich bin sensed. Wo komme ich denn hoch? Jetzt bin ich undetected. Hunted. Stimmt denn? Was machst du denn? Bist du im Stadion? Im Stadion. Du bist, ich geh mal zu Minias, der nachher kriegt auf die Fresse und dann willst du ja keiner gewesen sein. Ja, ja. Kommt ja auch nie einer helfen. Ja, genau. Kennst ja die Geschichten dann. Ich hab's geschafft. Ich habe ihn weggehackt mit meiner Machete. Ach, ich bin so stolz auf dich. Ah, rote Blumen, ne? Rote Blumen sind gut. Ja, stimmt. Wir könnten uns mal unser Inventar mal zusammenwerfen. Können wir mal eine Kiste hinstellen? Ja, ich stell mal die Kiste hin. Stell die hier unten hin. Ja. Wer ist das? Wer bist du? Marienhexen! Oh. Aua. Ich hab erst wirklich gedacht, dass du ein Böser bist. Ein Böser. Ja, gell, der hat sich so komisch bewegt. Und dann hast du doch ausgesehen. Warte. Warte. Ja. Oh Gott. Wieso rennt er eigentlich nicht? Frag mich jetzt auch gerade. Ah. In Lauf geschossen, mein Freund. Oh Mann, toll. Hey, ihr müsst mir helfen. Ja, machen wir, Mann. Nicht anschießen jetzt. Nicht anschießen lassen. Jetzt anschießen. Nö. Nicht er ist schon tot. Oh nein, ich bin verblutet. Ach, fuck, ich hab's nicht gesehen. Aber wie theatralisch. Nein. Ich denk grad noch Symbol. Was? Wie? Warum hört das Spiel auf, mich zu bewegen? Oh, Mist. Scheiße. Spawn in my bedroom. Die Nacht ist halt dann nicht für jedermann. Oh, ich bin im Bunker. Wie geil. Natürlich bist stimmt. Du im Bunker. Was sagtest du denn? Meilenweit. Das war ein Spaß. Was ist mir zu Hause. Schon wieder warm? Nee, ich hab doch. Bring Wasser mit. Ich habe doch. Wascher. Bringen Sie Wasser mit. Stimmt, gibt's hier nichts? Hier waren irgendwo. Gucken wir mal. Nee. Oh Mann. Doch, hier ist ein Pool, Mann. Da ist doch ein Pool. Ah, sehr cool. Hast du leere Pool. Gläser? Absolut. Sie warst du Pool. Pool. Da warst du die Pool. Das ist echt cool. Oh, vier leere Gläser. Und das mit dem Toilettenwasser könnten die auch mal wieder einführen. Nee. Wieso denn nicht? Ist es doch ich find's cool, wenn man ein bisschen in Scheiße bügeln kann. Das ist total toll, dass sie toll. Vorher Ark abgeguckt haben, dass man mit Scheiße bewerfen kann. Weißt du, da schreibt keiner, ist ja von Ark kopiert. Also? Ist das denn so, Minias? Ist das denn fundiertes Wissen schon wieder? Oder ist es wieder nur gefährliches Halbwissen? Gefährliches Halbwissen. Ah, ja. So. Ich geh jetzt mal immer um die Stadt. Vielleicht ist er doch ein Bunker. Scheiße, da ist einer. Vielleicht. Und immer schön den Feuer mal die Öfen. Ja. Und deswegen liegt von Moria. Was? Die Öfen von Moria. Ja, 2 Uhr, verdammt, jetzt hocke ich hier fest. Aber die Folge ist ja zum Glück gleich zu Ende. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Genau. Risco Schneider. So, wozu brauchen wir eigentlich den Draht? Ich nehme jetzt gerade mal hier unseren Bunker, diese Schaltkonsole. Ja. Den machen wir so, der ist ja ganz wichtig. Teamchemie zu festigen. Ja, weißt du, wenn man jetzt. Ich dachte am Anfang, als man die ersten Screenshots gesehen hat von diesen Schaltkonsolen. Kennt ihr eigentlich das Umspannwerk, beziehungsweise dieses Wasserwerk, diese neue? Ja, kenne ich. Wie hat jetzt Jorle gesagt? Das ist Elektro, ne? Haus der
der 3 Frames oder sowas, weil irgendwie die Frames da so runtergehen. Ist okay. Das so? Mhm. Okay. Fuck, was lasse ich denn jetzt hier, Mensch, da? Was macht denn der hier für Entity Damage? Ist das scheiße. Ich schau hier nochmal ein bisschen Leder-Couches, ne? Gut, was hab ich? Und wir sind auch soweit. Ja, wir sind soweit. Deswegen, so, ich habe die letzte Konsole abmontiert. Wir sehen uns zur nächsten Folge von 7 Days to Die wieder. In vielleicht. Nee, nicht in vielleicht. Am Donnerstag, um genau zu sein. Bis dahin, wenn der Patch erschienen ist, haben wir es nicht gemerkt. Ja. Weil wir halt im Voraus aufnehmen. Das ist heute die erste Folge einer Aufnahmesession. Genau. Wir sehen uns dann wieder in einer weiteren Folge und hoffentlich bald dann in der Alpha 14, wenn wir neu starten können und immer noch keine Stadt gebaut haben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von 7 Days to Die. Tschüss. 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 Tschüss.